15 Minuten Zeit für dich. Einmal den Daumen ruhen lassen und nicht weiter swipen. 15 Minuten für neue Gedanken oder dafür, die alten mal zu sortieren. 15 Minuten, um zu horchen, zum Durchatmen, zum Pause machen, egal wo du bist, ich lade dich ein, hier zu bleiben. Wenn du magst, schreib gerne in die Kommentare, wo du gerade bist. Ich bin Julius Jordan und ich bin Pastor hier in Bagdeheide. Hier vor den Toren Hamburgs und hier, wo Stadt und Land aufeinandertreffen, wo Menschen pendeln und am Abend ihre Ruhe haben. Hier, wo man zwischen Anonymität und Dorfbekanntschaften balanciert. Du bist noch nie hier gewesen? Kein Problem. Ich nehme dich mit in unsere fast 700 Jahre alte Kirche. Norddeutsch, schlicht und genügsam. Du bist hier, Gott ist hier und das genügt. Mitten im Trubel dieser Zeit nehmen wir uns Zeit. Wir feiern 15 Minuten Gottesdienst on Tape. Ein Projekt der Inner City Church Hamburg, das jeden Monat auf Social Media erscheint. So starten wir. Wir starten im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich habe eine Geschichte ausgesucht, die mich unglaublich fasziniert. Mich aber, wenn ich ehrlich bin, auch an die Grenzen meines Glaubens treibt. Wir sind auf dem Wasser, mitten auf einem großen See, umgeben vom Wasser, das tödlich sein kann und zeitgleich Leben bewahrt. Es ist eine Geschichte, die genau von diesem Glauben berichtet und auch von dem, was der Glaube alles so bewirken kann. Sie geht so. Sofort danach drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des Sees vorausfahren. Er selbst wollte zuerst noch die Volksmenge verabschieden. Als die Volksmenge weggegangen war, stieg er auf den Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Es war schon Abend geworden und Jesus war immer noch alleine dort. Das Boot war schon weit vom Land entfernt. Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, denn der Wind blies direkt von vorn. Um die vierte Nachtwache kam Jesus zu den Jüngern. Er lief über den See. Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, wurden sie von der Furcht gepackt. Sie riefen, das ist ein Gespenst. Vor Angst schrien sie laut auf. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben. Und Petrus sagte zu Jesus, Herr, wenn du es bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Wie immer gibt es drei Assoziationen. Nummer eins ist diese hier. Übers Wasser laufen wäre schon so eine Fähigkeit, die ich gerne beherrschen würde. Wie viele Wege würden plötzlich schneller werden? Immer wenn ich diese eine Geschichte höre von Jesus, kommt mir die letzte Szene des Blockbusters Sakrileg, der Da Vinci Code, in den Kopf. In dem Film geht es ja um die Blutlinie Jesu, also um die direkte Nachfolge von Jesus. Das soll das am besten gehütete Geheimnis der Welt sein. Und deshalb wird es von einem verborgenen Orden und von mysteriösen Menschen bewacht. Diese ausgedachte Geschichte ist so kunstvoll und gut in die tatsächliche Kirchengeschichte eingewebt, dass man zwischendurch häufiger zweifelt, ob sie vielleicht doch wahr ist. Ganz am Ende, als eine Frau als einzig Überlebende der Blutlinie sich von der Hauptfigur verabschiedet, versucht sie es. Sie steht am Brunnen und tippt mit ihrem Zeh auf die Wasseroberfläche. Die Spannung hält sie nicht. Es entstehen Wasserkreise und der Fuß taucht kurz in das Wasser ein. Sie schaut ihre Begleitung an, zieht kurz die Schultern hoch. Sie wirkt nicht überrascht und sagt nur, klappt nicht. Und ich weiß noch, wie häufig ich selber an der Alster stand und versucht habe, mich auszubalancieren und einen Fuß ganz vorsichtig auf das Wasser zu halten. Nie hat mich das Wasser getragen und ich bin natürlich mit einem nassen Fuß nach Hause gewatschelt. Aber der Clou ist ja, wenn es klappen sollte mit dem Wasser, das trägt, dann hängt es natürlich nicht mit der direkten Blutlinie zusammen, sondern mit meinem Glauben. Und natürlich frage ich mich, wie stark ist mein Glaube? Also wirklich, ehrlich, ist er stark genug? Trägt er?
auch mich selbst? Trägt er mich in besonderen Situationen, die das Leben immer wieder in den Ring schmeißt? Und hat mein Gott und hat mein Glaube die Kraft, dass er etwas Unmögliches bewirken kann? Hat er die Kraft, dass Wasser mich tragen kann? Diese Geschichte von Jesus klingt nicht von dieser Welt. Die Wörter ergeben so wenig weltlichen Sinn und dennoch bewegen sie mich. Jesus war ein Mann, von dem ich heute noch höre und der ein Vorbild ist für mich und vielleicht auch für euch. Wäre so eine Geschichte heute überhaupt noch möglich oder war es schon damals ein gut vorbereiteter Trick? Das Wasser, das mich umgibt, soll mich tragen. Das ist mein Wunsch. Das Wasser soll mich tragen und mein Glaube soll mich dahin führen. Und ich werde nicht aufhören, mich auszubalancieren und meine Fußspitze in das kalte Nasse zu dippen, um zu probieren, ob es vielleicht diesmal klappt. Manchmal ist der Wunsch, übers Wasser zu laufen, obsolet. In den Momenten, in denen man eh schon nass ist. Ich erinnere mich an Trainingszeiten beim Rudern auf dem Wasser, wo man dachte, man säße trocken. Doch dann kam ein Regenschauer und man wurde innerhalb von kurzer Zeit so nass, als wäre man eben doch reingefallen. Der Vorteil beim Sport ist aber, danach konnte ich mich schnell trockenlegen und unter die Dusche springen. Aber das Ganze geht halt eben noch anders, wenn man zum Beispiel auf einem Campingplatz an der Ostsee einem mehrtägigen Orkan ausgeliefert ist. Wenn einem der Wind den Regen von rechts und links um die Ohren haut und man einfach nicht entfliehen kann. Und es hilft auch kein Regenschirm, weil der Wind einem den sowieso sofort aus der Hand reißen würde. Dann gibt es kein Entkommen und man ist dem Wasser ausgeliefert. Und man will nicht übers Wasser laufen, sondern eigentlich will man einfach nur in die Sonne. Genau das ist uns passiert. Auf Fehmarn gibt es jedes Jahr ein großes Camp, ein Festival des Glaubens für Jugendliche. Das Confi Camp wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Und im letzten Jahr war die Gruppe ganz genau so einem Orkan ausgesetzt. Alle saßen zusammengerückt im Zelt und der Regen prasselte von oben auf die Plane. Die Wände wurden eingedrückt vom Wind und der Boden von unten war komplett durchweicht. Und überall hingen nasse Klamotten in der Hoffnung, dass sie irgendwie etwas trockener würden. Zumindest ein kleines bisschen, denn das gibt etwas Hoffnung. Oder anders gesagt, das Ganze war eine ziemlich feuchte Angelegenheit. Jedes Jahr entsteht auf diesem Camp ein Lied. Jugendliche schreiben den Text und die Musik wird von der Band geschrieben. Und im letzten Jahr war das Thema eben Orkan. Wasser, Wind und Regen ohne Ende. Stark miteinander heißt das Lied und das hören wir jetzt. Wir sind noch müde vom Sturm, nass noch vom Regen. Wir sind stark wie ein Turm, gebaut auf dem Segen von dir. Du bist hier, Gott, mitten in unserem Wir. Mit jeder Wolke droht ein neuer Guss, mit jedem Tag der Orkan. Doch jede Hand weiß, was getan werden muss, und alle packen mit an. Wir lassen keinen allein, jeder ist wichtig, es gibt kein Groß oder Klein, falsch oder richtig, es gibt Regeln, ja. Jeder ist für jeden da. Und jede Schulter, jede Hand, jeder Blick geben den Segen weiter. Und jedes Wort und jedes neue Lied erzählen von dir und dem, was uns geschieht. Und wir sind stark miteinander und leben neu. Stark miteinander und leben frei. Und wir sind stark miteinander und leben neu. Und wir sind stark miteinander und leben frei. Uns treiben Hunger nach Glück, Durst nach dem Frieden. Wir wollen Leben zurück, lieben und schweben, aber nicht allein. Geschwister sein. Dazu brauchen wir einen guten Plan und jeder sieht jeden mit klarem Blick an. Wir brauchen alle die Verbindung zur Quelle zurück, von der alles kam. Und wir sind stark miteinander.
und leben frei. Und wir sind stark. Und was ist nun, wenn man ins Wasser fällt und eben nicht darüber laufen kann? Man muss ja nicht gleich untergehen. Was, wenn man schwimmt, reinspringt und sich treiben lässt? Ich liebe Wasser. Und jetzt mit dem Blick auf den Sommer kann ich es kaum erwarten, eine Radtour zu machen und dann in den kalten See zu springen. Unterzutauchen und den Alltag für einen kleinen Moment an der Oberfläche zu lassen und einfach weg zu sein. Ein Lied von den Wise Guys liebe ich bis heute. Daran heißt es. Und dann springst du rein, tauchst ganz tief ein, tauchst einfach ab und bist ganz für dich allein. Du bist in deinem Element. Und alles das, was in dir brennt, wird gelindert und gekühlt vom Wasser, das dich ganz umspült. Vom Wasser, das dich ganz umspült. Sich in das Wasser fallen lassen mit vollem Vertrauen. In ganz vielen Musikvideos wird immer wieder mit diesem einen Bild gespielt. Mit Unterwasseraufnahmen und Blubberblasen. Und meistens sind die SängerInnen noch komplett angezogen. Sie singen unter Wasser. Eigentlich total sinnlos. Aber irgendwie entstehen tolle Bilder. Das Video zu dem Lied Gewinner von Clouseau hat mich gefesselt. Ohne Mühe bleibt Clouseau 3 Minuten unter Wasser. Ohne Beklemmungen. Und in dem Video zu dem ESC-Siegerlied von 2020, A Kate von Duncan Lawrence, schwimmt er nackt im Wasser. Und das Szenario erinnert eher an ein Embryo im Mutterleib. Ja, das mit dem Wasser kann so unterschiedlich sein. Es kann einen verzaubern, verwandeln und Wunder bewirken. Es kann herausfordern, drüber zu laufen, blind zu vertrauen und zu glauben. Es kann die Erinnerung an Jesus stärken und an die eigene Taufe erinnern. Aber Wasser kann auch gefährlich sein, verheerend und unausweichlich. Zu viel Regen im Winter, zu viel Schneeschmelzen im Frühjahr, Wassermassen, die Landstriche verwüsten, gestiegene Pegelstände, die ganze Inselketten versinken lassen. Wasser kann einerseits Leben nehmen und dann wiederum belebend sein. Erfrischend und neuschaffend wie beim Schwimmen nach einer langen Fahrradtour. Oder es spendet neues Leben im Glauben, wie bei der Taufe. Wasser macht alles neu und es versinnbildlicht, dass wir jeden Tag aufs Neue abwaschen können, was uns das Leben schwer macht. Wasser ist das Elementarste, das wir zum Leben brauchen. Eine Urkraft. Water is a human right, heißt es bei den Menschen von Viva con Aqua. Jesus läuft übers Wasser, Petrus auch. Ihr Glaube trägt sie. Und ich finde, das ist eine unglaubliche Geschichte. Und trotzdem oder vielleicht genau deswegen werde ich weiter meinen kleinen Fuß aus Wasser stellen und gucken, was passiert. Amen. Ich möchte mit euch beten, Dinge ins Gebet einschließen, die momentan ganz oben aufliegen und Dinge erwähnen, die uns herausfordern. Lebendiger Gott, an dich zu glauben ist nicht immer leicht und natürlich zweifle ich selbst auch immer wieder. Und an die Geschichten mit dir zu glauben, erscheint mir manchmal irgendwie naiv. Doch ich weiß auch, dass der Glaube wunderbar ist. Und an dich zu glauben bedeutet nicht, alles unhinterfragt und ausschließlich traditionell und verstaubt zu tun. Glauben bedeutet, sich darauf einzulassen, dass es mehr gibt, als wir verstehen. Glauben ist die Absicht, sich auf dich einzulassen. Gott, gib uns offene Herzen, deine Absichten zu verstehen. Liebender Gott, in der Welt sehen wir, wie nahe Hass und Liebe beieinander liegen. Der Grat zwischen beiden Polen ist so gering, so wie Wasser Leben und Tod spendet. Wie oft liegt Hass oben auf, werden Kriege geführt und Menschen bringen andere Menschen Leid, obwohl wir alle nur geliebt werden wollen. Gott,
lass deine Liebe diese Welt durchströmen. Wachender Gott, sei bei allen Menschen, die dich suchen, vermissen und anfragen. Sei bei den Menschen, die dich aufgegeben haben. Mit dir können wir durchs Leben gehen, denn deine Schöpfung sprudelt wie Wasser aus einer Quelle. Und so lasst uns alles Gesagte und alles Ungesagte in das Gebet legen, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so empfangt den Segen Gottes und seid, was ihr empfangt, ein Segen Gottes. Gott segne euch bei jedem Versuch, das Unmögliche zu schaffen. Gott segne euch bei jedem Sprung ins kalte Wasser. Gott segne euch bei Sturm und Regen. So segne euch Gott, der neben, über und unter euch ist. Der Friede Gottes sei mit euch. Amen. Macht's gut und bis bald.